Nennt sich das? Ah. Ne? Oh. Wir haben SIM-Karten. Yes, wir haben Internet. Es hat geklappt. Woolworth tatsächlich möchte, dass man sich mit dem Reisepass anmeldet, wenn man die SIM-Karte aktiviert. Und möchte dann, dass die Adresse übereinstimmt mit der Adresse, die im Reisepass auch stimmt. Die Adresse muss in Australien sein. Wir sind tatsächlich zum Woolworth gegangen, hat gesagt, yo, stimmt, klappt nicht. Wir haben das Geld zurückbekommen. Das war $45. Eine SIM-Karte mit 10 GB Datenvolumen. Kein Problem, das Schicksal meinte, ist gut. Wir sind dann nämlich nochmal in den Supermarkt gegangen und dann gab es nämlich ein Angebot von einem anderen SIM-Kartenanbieter für $20 für 10 GB Datenvolumen. So, und jetzt gerade sind wir auf dem Weg auf die Fähre. Wir sind nämlich auf dem Weg nach Bruny Island. Das ist hier. Da ist das. Und da muss man mit der Autofähre rüberfahren. Und da sind wir jetzt. Und neben mir ist ein Hund, der mich... Ja. Wir halten jetzt hier die ganze Zeit schon Ausschau nach Kängurus, weil hier schon die ersten Schilder kamen. Achtung, Wildlife und dann halt diese Kängurus da drauf. Das war gerade das erste Känguru, das wir in unserem Leben live im wilden, wie heißt das, wie die Leben haben. Oh Gott, wie süß die sind so klein. Also nicht so, aber... Scheiße, ich glaube, wir dürfen hier nicht stehen. For day use only, nur für Tag. Fahren wir mal einfach... Hier weiter im Nichts. Das sieht so hammer aus hier. Jetzt haben wir auf dem Weg hier noch Holz gefunden. Nehmen wir das mal mit in der Hoffnung, dass dann der Campingplatz eine Feuerstelle hat. Mega. Kostet $1, das war alles $1. Also das ist mal mega strange mit den Münzen hier. Das sind Centstücke und das $1. Wie teuer ist das jetzt, $1? Hier. Oh, da ist ein Känguru drauf. Ich zeig denen das und dann komme ich. Kängurus. Gerade gesehen. Das ist geil. Fertig. Ja, packen wir das Holz mal in unsere Wohnung, ne? Hier ist jetzt eigentlich unser Campground, haben wir gesehen. Da. Bis es aber Nacht wird, haben wir beschlossen, hier zu bleiben. Rechts auch, da. Die sind direkt neben unserem Bett. So, wir haben fertig gefrühstückt. Jetzt aber vielleicht noch mal kurz ruhig für euch, wo wir überhaupt sind. Wir sind hier, Bruny Island. Das ist sozusagen eine Insel vor der Insel Tasmanien. Hier gibt es Nationalparks, hier gibt es Wanderwege, hier gibt es weiße Kängurus gibt es hier. Haben wir noch nicht gesehen, werden wir aber noch finden. Bruny Island gilt übrigens auch als ein Highlight während einer Roadtrip-Reise durch Tasmanien. Und hier gibt es auch super viel zu sehen irgendwie. Hier, das alles. Unterer Teil, oberer Teil und alles Punkte und Aussichtspunkte, Wanderwege. Wir können alleine hier 4 Wochen bleiben, ja, haben wir das Gefühl. Wir haben schon gedacht, wir verlängern eine Nacht, weil wir es können. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Zum ersten Punkt. Oh, guck, wohin, wir lassen uns treiben. Wir haben ja die Wohnung auf dem Rücken. Hier darf man übrigens über Nacht nicht stehen, nur tagsüber. Man darf aber da hinten an einem Campsite stehen. Und wenn man ein Allradauto hat, wie der hier, dann kann man einfach stumpf über den Strand düsen, rüber zum Campingplatz.
Ja, können wir mit unserem nicht. Deswegen haben wir an dem kostenlosen gepennt und sind jetzt morgens einfach hier rüber gefahren zum Frühstück. Okay, jetzt geht's aber los. Ah, hier ist übrigens Klo, wo Daniel gerade hinrennt. Und dann fahren wir los. Was wir euch noch gar nicht erzählt haben, wir reisen gar nicht alleine, sondern mit Lenny. Wir haben uns eine Drohne geholt für die Reise. Wir dachten uns, ey, als ob wir mit einem Campervan an der Küste entlangfahren und nicht Drohnenaufnahmen davon haben könnten. Deswegen haben wir uns Lenny geholt. Lenny übrigens deswegen wegen Lenny Kravitz Fly Away. Ja, also Fly Away and Come Back. So ergänzen wir das mal. Und Daniel ist happy. Lenny ist auch happy. Lenny ist eine DJI Mavic Pro und erste Flugstunden. Der kann was. Ja, deswegen gibt es GEMA-Reisen jetzt demnächst auch aus der Luft, würde ich sagen. Ne? Wir müssen ein bisschen gucken hier mit Nationalparks und Naturreservaten und sowas. Da dürfen wir nicht fliegen. Ist auch verständlich, dass man es da nicht darf. Müssen wir nur gucken, von wo wir Aufnahmen aus der Luft machen können. Aber GEMA-Reisen ist on air. An der Stelle auch nochmal ein großes, großes Dankeschön an alle, die uns mit PayPal unterstützt haben in unserer Equipmentkasse. Die, die uns unterstützt haben, wissen auch schon Bescheid. Die haben schon ein persönliches Dankeschön-Video in ihrem E-Mail-Postfach. Riesen, riesen Dank dafür. Ja. Ich hoffe, Lenny ist in der GEMA-Reisen-Familie willkommen. Jetzt geht's aber weiter. Jetzt erkunden wir wirklich Bruny Island. Ja, genau. Da wollen wir hin, zu dem Leuchtturm. Sagen, ist ein ganz angenehmer Weg zum Gehen. Anja ist zu klein für die Kamera. Ja, Entschuldigung. Aber ist auch hier. Oh, schöner Platz für Mittagspause. Mittag. Jetzt wollen wir noch einen Track hier laufen gehen. Also Track, da steht eine Stunde entspannter Spaziergang am Strand entlang. Da dachten wir uns, klingt ungut. Und da fahren wir jetzt hin. Wir sind gerade hier und fahren jetzt nach da. Alter Schwede. Ich bin gerade einfach an der Schlange vorbeigelaufen. Schwarze Schlange. Die lag hier in der Mitte. Daniel ist hier gegangen. Ich habe die noch im letzten Moment gesehen. Habe Daniel gerufen, Schlange, Schlange, Schlange. Und dann ist er so hochgesprungen. In dem Moment ist die Schlange so hochgegangen, aber ist dann abgedüst. Boah, ungelogen. Die war, ich hab runtergeguckt in dem Moment. Die war neben dir. Die war so ein Stück neben meinem Fuß. Man weiß es, wenn man nach Australien kommt, dann weiß man das ja. Und das war jetzt aber schon heftig. Aber ich sehe es jetzt aber mal so, das war vom Schicksal einmal so ein Klapser. Nee, Leute, passt auf. Das ist ein Beispiel dafür, dass diese Schlange, also ist jetzt nicht grundauf gefährlich, sonst hätte sie ja direkt gebissen. Krass. Ey, da komme ich nicht drauf klar. Also die war jetzt nicht klein, ne? Zurück am Campingplatz, wo wir gestern auch waren, bereiten hier unser Essen vor und wir haben uns gerade noch mal schlau gemacht und sowas wie beruhigende Fakten zum Thema Schlange gelesen. Seit mehreren Jahrzehnten ist hier auf Tasmanien keiner zu Tode gekommen durch einen Schlangenbiss. Ich glaube eher, dass viel mehr Schlangen zu Tode gekommen sind durch Menschen, die hier Auto fahren und die überfahren. Und die Schlange, die wir gesehen haben, die beißt wohl wirklich nur im äußersten Notfall, wenn sie sich wirklich bedroht fühlt und selbst dann oft nicht mit Gift.
weil es ihr selber zu viel Arbeit ist, das Gift zu produzieren und dann wirklich nur, wenn sie Hunger hat, dann mit Gift, ja. Nichtsdestotrotz, beim Wandern auf den Boden gucken, schadet hier nicht. Und wir hatten bei TripAdvisor auch gelesen, dass auf diesem Track mehrere Leute mehrere Schlangen sogar gesehen haben. Haben wir aber erst im Nachhinein gelesen. Ja, also war wohl kein Einzelfall. Aber gut, wer Wildnis sehen will, der muss halt auch mit Wildnis rechnen. Ne? Aber irgendwie auch cool zu sehen, dass wirklich so ein Tier nur beißt, wenn es sich wirklich bedroht fühlt. Ja. Ist euch so beruhigt? Müssen wir jetzt nicht nochmal haben, ne? Ja, und jetzt ist Zeit für Outro-Time, aber nicht von uns beiden, sondern heute Special-Auftritt, erste Mal bei GEMA Reisen dabei, Lenny. Wir haben Lenny gefragt, möchtest du Outro machen? Lenny hat gesagt, alles klar, also jetzt Outro-Time mit Lenny. Lenny sagt, hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Lenny sagt, hier kommt ihr zum letzten Video. Und Lenny sagt, beim nächsten Video hier bin ich doch auch wieder dabei. Tschüss!